Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und ich habe, um es gleich zu sagen, ich habe was an meinen Aufnahmeeinstellungen wieder ein bisschen rumgebastelt. Sollte euch was positiv oder negativ auffallen, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Man versucht sich ja immer zu verbessern. Verbessern ist auch der nächste Punkt, denn wir haben einen neuen Runenstein bekommen. Diesen hier, der ist auch schon ein bisschen besser. Er hat einen ganzen Berg an Strom, einen Stromberg halt. 408 Schaden im Vergleich zum alten hier, 303. Das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, da sollte man wechseln. Ist auch längst geschehen. Mittlerweile sind wir mit dem... Oder habe ich schon? Ja, genau. Mittlerweile sind wir mit dem neuen unterwegs. Ich habe auch ein neues Pferdchen und einen neuen Runenbeutel bekommen. Vermutlich werde ich die auch noch ein bisschen upgraden, aber da warte ich noch ein bisschen. Da sehen wir weiter. So. Wir haben jetzt aber erst einmal die Tochter Adelwarts, die sich hier bereit fürs Training machen soll. Wir gehen auf die Jagd. Wieder mal. So, die will ja Schildmaid werden. Das Verlangen, sich auf unvorhersehbare Feinde vorzubereiten, hat Idis dazu gebracht, sich den Bären zuzuwenden, die sich hinter dem Übungsplatz herumtreiben. Ja, okay, heute ist Bärenklatschen angesagt. Wie gesagt, die Idis will Schildmaid werden und wir unterstützen sie ein bisschen. Ja, vielleicht. Na komm mit, Idis. Indes ist Idis unterwegs und ich esse einen Keks. Oder so. So, okay. Lauf, Fräulein. Ah, ein würdiger Gegner. Wir werden sehen. Komm mal hier, Kleiner, rein. So. So ballert er dir ordentlich rein. Und so muss es sein. So. Okay, Ides. Weiter geht's. Oh, Rittermarktfell gefunden. Schön. Ich müll mich schon wieder zu. Ich habe gerade erst aufgeräumt. Ja, beeindruckend. Wenn ich eure Taktiken beobachte, könnte ich noch so einiges lernen. Ja, ich mache nämlich mit einem Runenstein alles. Und ich hau ordentlich zu. Mit einem Runenstein. Und Blitzen. Und Magiepups. Das war diese Attacke übrigens. Magiepups. Die heißt wirklich so. Ha, solch dürftige Herausforderung. Kommt, wir suchen eine andere. Nehmen wir den da. Puh, ha, hoi. Bären hauen ist mir nicht neu. So. Das war ein recht guter Plan. Mit jedem Sieg fühle ich mich zuversichtlich hier. Ja, na gut, ich level dich ein bisschen scheinbar, ne? So kommt einem das vor. Wenn man mal bedenkt, was die von Entschuldigung, Billo-Schaden macht, naja. Nun gut. Wartet einen Moment. Ich habe aus dem Süden den Klang ein trampelter Hufe. Oh ja, trampelte Hufe. Schön, das ist kein Bär. Ein ehrenvoller Sieg. Ja, Idis darf nicht besiegt werden, aber die Urukai-Speer, die auf einem Wag reiten, der eigentlich Pfoten hat. Warum reiten die später nicht? Naja, na gut, okay. Der Feind ist da, zu den Waffeln. Waffen. Ja. Muss ich jetzt aufsteigen, oder was? Extra für euch Nasen? Das könnt ihr vergessen. Ja. Vielleicht muss ich am Ende doch. Die machen echt Schaden. Gut, dann eben auf den Reiterweg. So. Hü. Die sind so schnell, da muss ich tatsächlich mal rumreiten. Braucht man nicht drauf rumreiten, ist halt so. Achso, ich sollte vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Nicht ganz. Ein bisschen, habe ich gesagt. Ah, jetzt haut er mich wieder. Ist das der andere? Oder hat er sich wieder geheilt? Na gut, noch eine Gruppe. Macht euch bereit. Willst du mich verarschen? So, ich heile mich erstmal wieder ein bisschen hoch. Idis geht's ja gut. Hätte vorher mal was futtern sollen. Liebe Boltenial, die verhungert uns ja hier. Und so, da kommt tatsächlich nochmal Reiter. Oh, drei an der Zahl. Toll.
Warum pupst du so spät? Mhm. Also wieder aufs Pferdchen. Ja, hu, Knall! Ich krieg auch einen. Also Knall. So. Ides rennt nur drin rum, aber das ist okay. Hü! Oh, schon wieder abgestiegen. Mist. Ja, der ist weg. Den anderen kriegen wir auch noch. Komm, du kommst auf mich zugeritten. Der wird ordentlich mal eingewurstelt. Ja. Dumme Taktik und Baumrennen. Aber okay. Wer bin ich, dass ich den anderen vorschreibe? So. Die hatten keine Chance gegen uns. Naja, doch, eine kleine hatten sie schon. Muss ich zugeben. Aber okay. Ausbildung Schildmaid. Schließen. Also nicht die Ausbildung, aber erstmal Instanz. Jetzt reißen. Und so reisten sie ans Ende der Welt. Ein ehrenvoller Sieg. Ja, das war's. Kinderkampf ist ein Schritt hin zur Größe. Ja, genau. Und jedes Essen ist ein Schritt hin zur Klöße. So. Ja. Gut. Wir gehen gleich in die nächste Inni. Ides hat euch schnell als Mentor anerkannt. Sie möchte ihre Bestrebungen und ihre Ängste mit euch teilen. Okay. Na dann, Ides. Was hast du? Eine weitere Lektion gelernt. Ich habe Glück, dass ich... Aber ich lese das jetzt nicht. Ihr könnt ja kurz Pause drücken und könnt das lesen. Das hier lese ich. Meinen starken Willen und meine Entschlossenheit. Ja, Vater liebte all seine Töchter sehr. Und er hat den Wunsch stets unterstützt, eine Schildmaid zu werden. Ja, mein Wunsch natürlich, ne? Ist klar. Doch sein größter Wunsch ist es, einen Sohn zu zeugen. Einen Erben, der zu seinem Nachfolger heranziehen kann. Die Zeit, wenn er... Der einst dahin gezweifelt ist und so. Als Mutter dahin schied, war Vater verzweifelt. Doch er hat seinen Wunsch nach einem Sohn nie aufgegeben. Ja. Aber das willst du jetzt nicht machen, oder? Seine Entschlossenheit wird verhindert, dass er scheitert. Er wird mit Würde und Bestimmtheit nach einer neuen Ehefrau suchen. Genau. Aber nicht mich. Nicht Bolzeniel. Ich bin zuversichtlich, dass er schließlich erfolgreich sein wird. Ja. Mit ausreichend Übung hoffe ich, dass ihr dieselbe Weise um mich sammeln könnt, inspirieren könnt, wie mein Vater dies vermögt. Hört ihr das etwa? Ich habe nur die Hälfte verstanden. Du warst zu spät, du hast viel zu schnell geredet. Spult am besten zurück. Guckt's euch an, macht Pause. Also, mit anderen Worten, Papa sucht eine Ehefrau. Am Ende ist es vielleicht diese Mithild, die alles verloren hat. Oder auch nicht, ich weiß es schon. Beeil euch, wir müssen vorbereitet sein. Im Süden ertönen Kampfgeräusche. Los! Zum Sieg! Kommst du, Ides? Ach ja, die Ides. Oh, guck mal, da liegt der Edwulf. Hey, Edwulf! Eddie! Eddie, pennst du? Oh nein, das ist ja schrecklich. Eine weitere Lektion gelernt. Wie Edwulf verwundet wurde oder was war er? Naja, okay. Urukai am Übungsplatz. Das, bitte, schützt das Lager, die Urukai. Na gut, dann gehen wir zum Lager. Ist da drüben. Ides, kommst du? Achso, soll ich alleine machen. Na gut. Passt du auf den auf, ja? Lalalala, hier irgendwo sind Urukai. Und da stehen sie auch schon. Hallo, Herr Uruk. Hey, Uruk. Hi. Klang nicht mehr gebracht, den wird. Warte mal, wieder Zeit. So. Apropos, ich habe auch lange nichts mehr gegessen. Es wird jetzt wirklich mal wieder Zeit. Warum habe ich mich jetzt hier selbst... Oh, ich bin schon wieder im Kampf. Deswegen. So. Ja, ich muss sagen, der neue Runenstein, der haut schon ein bisschen rein. Naja. Gefällt mir. Nicht unerheblich, muss ich sagen. Ja, ja. So. Weiter. So, das war Nummer 4. Und dann haben wir hier noch 2.
So. 5, 6, 7. Wo sind die anderen? Hallo, Urukai. Nicht pennen. Ich finde keine mehr. Ich gehe mal kurz aufs Reiteltier und guck mal, ob ich hier noch irgendwo was finde. Lalalala. Urukai. Ah, da hinten. Hier seid ihr. Mensch, was macht ihr hier hinten alles alleine? Ich habe eure Leute abgeschlachtet und ihr helft nicht mal. Echt eine Frechheit. Ja, der Runenstein gefällt mir eindeutig. So. Okay, haben wir. Wir gehen mal zurück zu den anderen Nasen. Kehrt zur Straße zurück. Genau. So. Der Ides ist da. Oh, musste auch schon kämpfen. Er kommt gerade rechtzeitig, Potenzial. Ein großer Uruk nähert sich. Naja. Das war's schon. Der Runenstein ist krass. So. Eine weitere Lektion gelernt. Jo, jetzt beenden. Schön. Instanz mehr verlangen als Stärke. Reisen. So. Juhu. Die verlassene Mühle haben wir abgeschlossen. Wir haben damit erneut erstens was abgewehrt und zweitens haben wir hier einen blöden Goldspammer. Ich mag Goldspammer nicht. So. Nur so nebenbei, wenn, also meistens, so, meistens, ja, genau, mit den Goldspammern ist schlimm geworden, genau. Meistens ist da eh nur Scheiß dabei, also fallt nicht drauf rein, guckt nicht, das bringt euch in der Regel eh nichts, so ein Goldspammer. Selten ja, aber, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit in die Scheiße greift, ist viel, viel, viel höher. Also lasst es lieber gleich sein. So. Plum. So. Okay, 114 Millionen. Außerdem ist es doch eh viel schöner, sich das Geld so zusammen zu sammeln. Nicht wahr? So, okay. Wir haben alles. Wir sprechen mit dem Gräfen Adelwald in der Stadt des Waldmeisters und ja, sehen weiter. Das ist der Goldspammer abgelenkt. Lenkt. So. Was haben wir eigentlich alles eingesammelt? Rittermarkfälle, jede Menge Gemüse, Schurkenwerkzeuge, den können wir zerlegen. Ja, das eine oder andere. So. Da ist auch schon die Stadt des Waldmeisters. Und sobald wir dann drinnen sind, wird der Gräve grivilisiert. Oder so. Also angesprochen auf jeden Fall. Ides Silberhalskette, die ist schön, die haben wir ja angelegt. Boltenial gefällt es auch. Das ist ja das Wichtigste, ne? So. Eine Fresse hier. Ja, ich weiß, die Treppen sind schuld, ne? Nicht das Pferdchen. Nein, nein. Weil wir steigen jetzt auf dieses um. So. Ja, und das springt auch drüber. Die Treppen sind schuld. Wer baut auch Treppen in der Stadt von Pferdeherren? So. So was macht doch keiner. Frechheit. So, okay. Der ist dahin so, da reiten vorbei und gehen in Richtung Gräbe. Ja, so geht's auch. Kauft lieber beim Schiller einen Eiersack für nur 5000 Gold Sonderpreis mit dem Code dicke Eier. Okay, gut, ich nehme hier zu einer Zeit auf, wo das offensichtlich, ja, machbar ist. Also, okay, wir sind da, Lord Greve, hier, bitteschön. Gut gemacht. Ja. Hat euch gebeten, Tarn Elfmar und seine Reiterin eine Nachricht zu überbringen. Okay, das werden wir tun. Sprecht mit Tarn Elfmar in der Mittelhalle von Feldheim. Auf nach Feldheim. Mal wieder runter. Wieder rauf. Und los geht's. Hui. Feldheim. Da ganz unten. Ja, gut, kriegen wir hin.
Dann reiten wir gleich mal um die, ja, durch die Gegend. Haben wir offensichtlich in der Stadt des Waldmeisters alles erfüllt, alles gemacht. Und der Gräfe scheint doch ein ganz netter zu sein. Auf die eine oder andere Art. Wobei, ja, wie gesagt, außer in solchen Fantasy-Geschichten gibt es ja wirklich gut und wirklich böse nie. Irgendeiner denkt immer, er macht das Richtige. Gut, wirklich böse gibt es auch. Aber, ja, wirklich, die Realität sieht in der Regel anders aus, ne? Niemand ist nur gut und nur böse, ist halt so. So. Lalalala. Nein, diese Quest lassen wir jetzt erstmal aus. Wir gehen weiter. Wir haben Elfheim genug, Eltingels, genau, genug geholfen. Hottehü, Austritt für Harding haben wir ja auch noch, genau. Anstehende Aufgaben, das kann eigentlich erstmal ausgeblendet werden. Also, was wir mal einblenden könnten, wäre ganz unauffällig das hier. So. Oh, danüber. Darüber heißt das. Ja, genau. Da kam der sächsische Dialekt ein bisschen durch. Wir reiten darüber zur dritten Markierung, die westlich von der zweiten ist. Weil da mussten wir sowieso noch was machen. Habe ich offensichtlich ganz übersehen. Das heißt, kann sein, dass wir doch nochmal zur Wasserstadt zurückgehen. Weil ich husten muss, Manu. Nee, weil ich da irgendwas vergessen habe. Wer weiß es, wer weiß es. Oh, hier brennt's. Ich war hier noch gar nicht. Sowas. Na gut, brennende Felder. Nicht so schön. So, letzte Markierung befindet sich nördlich von dieser. Okay. Und dann reiten wir weiter. Die Runde. Ausgerechnet natürlich Grenzpatrouille habe ich vergessen. Da steht hier ein Ork-Totem. So. Sorry, musste sein. Hat hier nichts zu suchen, hier mitten auf dem Feld. Frechheit. Nun gut. So, lasset uns reiten. Ich will hier nur durch, Leute. Ihr könnt mich mal... eine unangenehme... Was? Ihr könnt mich doch nicht. So. Plünderer der weißen Hand haben den Hof gehöft. Ja. Ja. Okay, Plünderer haben wir. Aha. Den haben wir auch. Nein, ich nehme die Quest jetzt nicht an. Also nicht die eine, es sind ja zwei jetzt nicht gerade. Rache für den Tengel und die Verbreitung der Horde. Die können wir annehmen. Eigentlich die Rache. Ach komm, scheiß. Scheiß da der Hund drauf. Die sind ja schnell gemacht. Ja. Okay. Die Horde rennt. Weil wir brauchen ja eh Ork-Reiter für die eine Quest, dann können wir die andere auch gleich nochmal mitmachen. Dann passt das. So. Wir haben aber erst einmal noch ein paar von diesen Uruk-Dingern da, die sich hier irgendwo rumtreiben. Da drüben. Nee, das ist nur ein Reiter. Ja. Dann kommst du halt her. Ein leichter Reiter halt. Leichte Reiterei muss auch mal sein. So, Kundschaft der weißen Hand, ich brauche ich nicht, ne? Nö. Umkehren. Hier oben. Ich glaube, ich muss immer noch hier hinreiten. Für der Markierung, genau. Ihr seid entlang, ihr solltet jetzt zu Gutred zurückkehren. Dann haben wir das. Machen wir noch die zwei Quests, die wir bekommen haben. Und dann ist gut. Und drei Quests, Entschuldigung. Reiter nicht weg, Reiter. Passiert doch nichts, außer deinem Tod. Bin immer noch in der Umgebung von Eltingels. Das zählt. Insofern auch gut. Der kann es auch schon kaum erwarten hier. Na, dann komm mal her. Ich bin mal nicht so... Oh, zu früh geblitzt. Komm, ich kann dich sogar anfassen, wenn du hier so rumrennst. So, Rache für Entangles. Siehst du? So schnell geht's. Ist abgeschlossen. So, jetzt müssen wir noch Ork-Reiter in den westlichen Ackerlanden besiegen. 10 Stück.
Willst du mich veralbern? Und den anderen Gemüse hier, das kriegen wir auch noch hin. So, einmal Hü, einmal Hot. Was ist das denn? So, also hier hinten muss das irgendwo sein. Wir brauchen Plünderer und Orkreiter hier. Und gut, haben wir hier erstmal den Meuchelmörder. Hey, Meuchel. Lass dich mal mördern. Sehr schön. Da drüben noch. So. Und hepp. Hepp. Ah, Kundschafter greift mich an. Du wagst es. Ich pups dich an, Junge. Ich pups dich an. So. Ja. Du Stück auf jetzt, Manu. So, okay. Dann, jetzt die Nase. Ach, schlimm. So kurz vor am Ende der Aufnahme. Aber ich will ja nicht ganz gerne diese drei Quests noch fertig kriegen. Dann können wir in die Stadt des Waldmeisters zurück und dann können wir ja immer noch mal wieder zurückkommen. Gut, dass ich es gerade noch so rechtzeitig gemerkt habe, bevor wir richtig abgehauen sind. Mhm. Sonst hätte ich mich geärgert, weil ich wieder hinrennen müsste. Da. Sieben. Da ist ein weiterer Plünderer. Hallo, kleiner Plünderer. Hüt. Hüt. Ah, hältst ein bisschen mehr aus, was? Aber das... Ja, okay. Das kann mich doch täuschen. Nur aber. Nächster Plünderer ist geplündert. Nun müssen wir hier immer noch weiter gucken. Dass wir erstmal die Reiter fertig kriegen und dann den letzten Plünderer da oben rumplündern. Drücken wir auch hin. Hey, Reiter! Oder so. Eiskalt. Mach mal platt. Du kleiner Schleicher, du kleiner Schleicher, mit deinem Fell werde ich bald reicher. So. Denn mit jedem Level wird das Fell kuschelig und weicher. So. Nochmal. Laufburschen von der weißen Hand. Hm, zu spät. Ihr wisst schon. Okay. Die Flügelläufer zählen also auch. Wo sind der Meuchelmütter hin? Da. Haut da ab. Kommst du wieder? Na komm, ich will nicht auf dich warten. Da drüben ist noch ein Plünderer, der auf mich wartet. So, dankeschön. So, okay. Okay. Ebenfalls, okay. Und gut, da oben ist die Quest, die eine, die geben wir ab und drum geben wir auch irgendwas ab. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. So. So. Jede Menge Banner noch. Ah, die Quest hatten wir, glaube ich, erledigt, ne? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. So, hier oben. Bin mir gar nicht sicher, waren wir hier schon? Ja, ich glaube schon. Bei. Nein, war ich noch nicht. Bin Westweiß, Westmachtweister mal, ihr wisst schon. So. Oje, unsere Aufgabe drängt. So, okay, haben wir. Was führt euch in diese Lande? Okay, haben wir und die Bannergeschichte haben wir offensichtlich noch nicht gemacht. Na gut, das machen wir dann eben in der nächsten Folge. Wir haben in der Zwischenzeit hier Verbündete von irgendwas erreicht. 10 Punkte haben wir bekommen, auch nicht schlecht. Stromberg hat ein bisschen Schaden bekommen. Volcaniel Black von den Freunden der Nordhöfe. Schön, schön. Legendäre Gegenstände müssen neu geschmiedet werden, das weiß ich. Mal gucken, ob ich ja, zwischen den Folgen mache. Oder ob ich halt direkt hier weitermache. Mal gucken. Kommt drauf an, wie voll mein Inventar gleich wird, nachdem ich den Beutel da geleert habe. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.